Papa, was hast du getan, als die Grenzen geöffnet wurden und die Fremden kamen? Ich war im Fußballstadion und habe meine Mannschaft unterstützt. Papa, wo warst du, als die Turnhalle unserer Schule in eine Asylunterkunft umgebaut wurde? Ich habe mich nicht getraut, mit den vielen anderen auf die Straße zu gehen, weil die Medien die Demonstrationsteilnehmer immer wieder als Nazis bezeichnet haben. Papa, warum bist du nicht mit auf die Straße gegangen, als die Vergewaltigungen und Messermorde in unserem Land begonnen haben? Weil ich zu beschäftigt war mit der Arbeit und mein Arbeitgeber mir immer wieder gedroht hat, mich zu entlassen, wenn ich auf solche Demonstrationen gehe. Papa, ist dir Geld, Fußball und deine Freizeit wichtiger als deine eigenen Kinder? Gehe mit den Leuten auf die Straße, bevor es zu spät ist. Tue es für deine Kinder und schließ dich den Protesten an.